Auch die Polizei der Zukunft wird mit Gewalt konfrontiert sein. In den USA sind etwa 250 Millionen Schusswaffen in Umlauf. Statistisch gesehen besitzt jeder Amerikaner eine. Nach manchen Schätzungen kommen dort 13 Mal mehr Menschen durch Schusswaffen um als in Europa. Captain Dennis Cole leitet seit 19 Jahren ein mobiles Einsatzkommando gegen bewaffnete Täter. Diese Ruger Kaliber 40 mm kommt bei Gegnern zum Einsatz, die über große Feuerkraft verfügen. Solche Waffen sind tödlich. Seit einigen Jahren beschäftigt sich Cole mit Waffen, die den Gegner kampfunfähig machen, ihn aber nicht töten. Wenn Polizisten eine Wahl hätten, würden sie lieber nicht tödliche Waffen gegen die Menschen einsetzen. Sie wollen Alternativen, aber natürlich möchten sie auch selber heil nach Hause kommen. Also brauchen sie Waffen, die den Gegner stoppen und daran hindern, sie zu verletzen. Ed Wasel arbeitet für die Firma J-Corps in San Diego, die sich auf die Entwicklung neuer Polizeiwaffen spezialisiert hat. Wasel ist der Erfinder eines Pfeffergewehrs, das mit Pressluft arbeitet. Als Munition dienen Hülsen, die mit Chemikalien oder eben Pfefferstaub gefüllt werden können. This is why we call him Dusty. Die Patronen reichen mehr als 10 Meter weit, zerplatzen beim Aufprall und setzen dabei eine Pfefferwolke frei. Atem- und Sichtprobleme setzen die Zielperson für kurze Zeit außer Gefecht. Nach meiner Meinung wird die Anwendung dieser Methode die Arbeit von Polizisten in Amerika sehr verändern. Ich bin davon überzeugt, dass derartige Systeme viele Menschenleben retten werden. Bei Straßenschlachten in Seattle setzten Sicherheitskräfte anlässlich der Tagung der Welthandelsorganisation im Dezember 1999 diese Waffe zum ersten Mal ein. Eine Woche später musste Seattles Polizeichef zurücktreten, denn auch wenn die Waffe nicht tötet, rechtfertigt das nicht automatisch ihren Einsatz. Das Gebot der Verhältnismäßigkeit muss gewahrt bleiben.